Hallo zusammen, liebe Space Marines. Es ist mal wieder Zeit für einen Patch und wie ihr im Hintergrund seht, kommt mit diesem Patch auch die neue Neo Volkite Pistol für drei Klassen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, nämlich hier Assault, Vanguard und Bulwark, da steht's ja. Bevor wir beginnen, hier aber noch kurz die Einleitung von diesem Post, nämlich dass 4.5 jetzt für alle Spieler die neue Sekundärwaffe bringt, aber eben auch für die Primärwaffen eine Reihe von Fehlerbehebungen oder beziehungsweise auch Buffs, ja, die jetzt mit in diesem Patch dabei sind und wir gucken uns das heute zusammen im Video nochmal an. Also hier seht ihr nochmal die Waffe ein bisschen in Action. Hier seht ihr auch die verschiedenen Versionen. Wenn sie in Relic ist, zum Beispiel sieht sie so aus. Eine kleine Detailansicht. Und jetzt gibt es einfach nochmal kurz Gameplay dazu, dass diese Laserstrahlen quasi, da hält man drauf. Sie soll wohl sehr vielseitig sein. Ich habe sie noch nicht ausprobiert. Schreibt mir gerne in die Kommentare, falls ihr es schon getestet habt. Soll aber wohl anscheinend für viele Situationen hier perfekt sein, sogar wie dieser Trailer sagt. Da bin ich natürlich auch sehr auf eure Antworten gespannt, falls ihr das ganze Ding schon ausprobiert habt. Und das war es auch schon mit der kleinen kurzen Vorschau hier. Dann steht hier noch dabei, bitte beachten Sie, dass die Neo Volkite Pistol vorerst nur im Operationsmodus, also nur für die PvE-Mission verfügbar sein wird, da wir weiterhin mit dem Balancing im PvP experimentieren. Sie wird in unserem nächsten großen Update zusammen mit einer neuen Operationskarte, einen neuen Feind und den Dark Angels Cosmetics zum Eternal War Modus hinzugefügt werden. Das heißt, nächstes Mal ist dann die Pistol auch im PvP dabei. Bis dahin können wir jedoch in der Sparring Arena und der Battle Barge gegen die Freunde kämpfen. Einfach mal zum Spaß das auszuprobieren. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil hier vom Update, nämlich Balancing-Verbesserungen für Waffen. Und hier steht teilweise zumindest, ja, hier steht nur Operationsmodus. Ich könnte mir vorstellen, dass das jetzt für alle Waffen gilt, weil das ist eine Unterüberschrift. Sollte eigentlich dann für alle gelten. Also nur Verbesserungen oder Änderungen im PvE-Modus, nicht für den PvP, was wir jetzt hier durchlesen. Für die Plasma-Pistol, das ist jetzt vom Browser übersetzt übrigens wie immer. Es ist eine leicht reduzierte Wärmeerzeugung durch normale aufgeladene Schüsse für die Versionen hier, also meisterhaft und so weiter. Da gibt es weniger Wärmegenerierung bei den Schüssen und ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass mehrere Versionen überhaupt keine Wärme erzeugt hatten. Ja, das war dann immer eher ein Vorteil, für uns zumindest. Dann beim Bolzen-Scharfschützengewehr sehr, sehr gut, wie ich finde, weil dieses Ding hat ja wirklich, es hat, ich glaube, kein Sniper wirklich benutzt. Die Feuerrate wurde von 50 auf 60 Schuss pro Minute erhöht und der Kopfschussbonus von zweifach auf 2,5-fach erhöht. Also vielleicht jetzt ein Grund, mal das Ding auszuprobieren oder zu nutzen. Dann Oculus Bolt Carbine ist es, ja. Umfang hinzugefügt, kann ich euch gerade leider nicht sagen. Wir müssen das uns noch mal kurz in der normalen Version angucken. Scope Added. Ah, okay. Ja, dass ihr anvisieren könnt. Und der Kopfschussbonus von 1, nee, mal Kopfschussbonus mal 1 auf mal 1,33 erhöht. Also mehr Boni für Kopfschüsse. Dann bei der SMG sozusagen. Sehr gute Sache, wie ich finde. Ist ja auch so eine Sache für den Sniper eigentlich. Der Grundschaden wird auf die ersten 10 Meter um 50% erhöht. Also wirklich im Nahkampf jetzt wahrscheinlich zu gebrauchen und effektiv für den Sniper. Finde ich sehr fein. Und nach den 10 Metern fällt es aber auf den ursprünglichen Schaden zurück, den wir auch schon jetzt vor dem Patch hatten. Aber hier für die Sniper-Spieler, vielleicht können jetzt die Maschinenpistole hier mal ausprobieren. Und das Bolzengewehr, die maximale Munition wurde für jede Version um ein Magazin erhöht. Das dürfte für den Taktiker sein, wenn ich mich recht erinnere. Sehr gutes Teil. Und dann kommen wir noch zu den allgemeinen Korrekturen. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass freigeschaltete kosmetische DLC-Artikel nach einem Neustart erneut gesperrt wurden. Das habe ich ein paar Mal gelesen von euch. Da haben ein paar kommentiert, die das gesagt haben. Dann ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass der Scharfschützenvorteil gezielte Schuss nach dem Waffenwechsel nicht funktionierte. Auch gut, dass sie das behoben haben. Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass die Unsichtbarkeit des Scharfschützen nach einem Schuss in seltenen Fällen nicht aufgehoben wurde. Ein Fehler wurde behoben, der Spieler daran hinderte, andere im PvP stumm zu schalten. Mehrere Vergünstigungen wurden behoben, die durch das Töten von Feinden nicht korrekt ausgelöst wurden. Und noch ein behobener Fehler, der verhinderte, dass
bestimmte Waffenvorteile beim Erreichen eines bestimmten HP-Schwellenwerts korrekt ausgelöst wurden und an Absturzbehebungen, allgemeine Stabilitätsverbesserungen, Serverabbrüche bei instabiler Benutzerverbindung behoben, allgemeine Konnektivitätsverbesserungen wie eigentlich fast bei jedem Patch, den wir bisher gesehen haben. So. Last but not least werfen wir jetzt kurz einen Blick auf die Steam Charts und wir sehen, also jetzt natürlich gerade wieder ein bisschen weniger los vormittags, wo ich gerade dieses Video mache, aber wir haben hier jetzt den, also heute den Mittwoch, wo ich es mache, gestern kam der Patch. Das heißt, wir haben vom Montag auf den Dienstag hier eine kleine Erhöhung in der Peak-Zahl von 15.235 auf 16.028. Heißt, entweder haben viele Leute was vom Patch mitbekommen, aber haben gar keinen Bock mehr ins Spiel reinzuschauen, oder das Update von diesem Patch hat bisher noch nicht allzu viele Leute aus der Community erreicht, sodass hier kein großer Anstieg bisher zustande gekommen ist. Wird wahrscheinlich interessanter sein, heute und morgen nochmal an der Peak-Zeit nochmal zu sehen, wie viele Spieler reinkommen durch diesen neuen Patch. Bin ich mal sehr gespannt drauf und natürlich lasst mir gerne euer Feedback da, wie ihr dieses Update findet. Im Dezember, Anfang Dezember wird es dann wieder eine neue Mission geben, so wie es aussieht, und andere Hinzufügungen, also beim PvP zum Beispiel die Neo-Vocal Pistol und so weiter. Schauen wir mal, was die Zeit bringt. In diesem Sinne, danke fürs Reinschalten, Leute. Viel Spaß weiterhin und auf Wiedersehen.